Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Lost Crown. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Geist im Spiegel gesehen. Und jetzt schauen wir nochmal auf unsere Aufgabenliste. Wahrsagen, das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir noch eine Seance abhalten. Aber ich weiß noch nicht wie. Und wir gehen zurück in unser Zimmer, weil ein Hinweis muss dort noch verbogen liegen. Okay, geh weiter. Schon. Er schläft fast ein. So, wir benutzen unseren Schlüssel wieder mit der Tür. Mit unserem Zauberschlüssel. So, und ich würde sagen, wir fangen nochmal in der Küche an. Vielleicht haben wir doch irgendwas übersehen. Okay, schauen wir mal hier hinten in dem Tisch nochmal nach. In der Schublade. Ah, das hatten wir schon gelesen. Da gibt es auch nichts. Das haben wir schon gelesen. Keine neuen Informationen. Okay, weiter. Schauen wir hier drüben nochmal. Keine Informationen. Aber wir müssen alles nochmal gründlich versuchen. Na komm, mach auf. So, auch nichts drin. Schauen wir in diesem Tagebuch, was wir gelesen haben, nochmal rein. Die anderen Seiten scheinen leer zu sein. Ja, auch nichts Neues. Das ist höchst seltsam. Ich glaube, das war's hier in der Küche. Okay. Gehen wir ins Badezimmer, das natürlich immer dunkel ist. Wer nichts wagt. Und der nichts gewinnt. Wir machen wieder das Licht an. Ich weiß gar nicht, diese Büste haben wir die beim letzten Mal schon da. Ah, die kann man sich gar anschauen. Warum haben wir das in der letzten Folge gar nicht gemacht? Aber weiter kann man nichts machen. Okay, schauen wir mal in die Badewanne hinein. Oh, hier sind Haare sichtbar. Das war in der letzten Folge noch nicht da. Und wie es ausschaut, ist das auch Blut? Okay. Schauen wir hier nochmal nach. Auch nichts Neues. Und hier oben? Gibt es auch nichts Neues. Okay, sonst haben wir hier weiter keine Infos. Dann gehen wir ins Wohnzimmer. Okay, hier gab es auch nichts. Können wir in die Schubladen nochmal hineinschauen? Nein, ist leer. Na komm, so. Okay. Oh, eine Tasse. Warum haben wir das da auch nicht geschaut? Haben wir übersehen. Oh, ich glaube, wir haben unsere Seance gefunden. Ist jemand da? Ist jemand da? Heißt das nein oder ja? Bin ich hier alleine? Bin ich hier allein? Zeig mir, dass du hier bist. Zeig mir, dass du hier bist. Bist du an diesem Ort gefangen? Bist du an diesem Ort gefangen? Kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie helfen?
ist dein Name? Gibt es etwas, das du mir sagen willst? Nichts. Das Ereignis scheint vorbei zu sein. Vorerst. Okay, das war die Seance. Das haben wir ja geschafft. Wir schauen nochmal auf unsere Liste. Okay, vielleicht kann man jetzt sogar oben schlafen, dass einfach ein nächster Tag beginnt. Das werden wir mal überprüfen. Warum haben wir da so lange rumgesucht? Das ist ja Wahnsinn. So, weiter. Okay, wir gehen mal ins Bett. Ja, es geht. Und wir schlafen. Ein neuer, strahlender Tag in Sexton. Naja, zumindest ein neuer Tag in Sexton. Zweiter Tag, ein neues Gesicht in einer alten Stadt. Ich habe die Nacht überlebt, aber diese Träume, was ist hier? Ein Zimmer der Albträume? Ein Albtraumzimmer? Ist das Zimmer echt oder nur eingebildet? Es wird Zeit, sich genau mit Sexton und seinen Geheimnissen zu befassen. Wir sollen jetzt die alte Frau vom Strand ausfindig machen. Sie weiß mehr, als sie zugibt. Auf Haddons Geschenk warten, es untersuchen und dann ausprobieren. Die Einheimischen kennenlernen, besonders diese überhebliche Räubengöre. Irgendwie an lokale Infos gelangen. Bibliothek, Museum, Folklore. Eine echte Verbindung des Ordens zur letzten Krone der Angelsachsen finden. Ursprünglich gab es drei. Wem gehörte das Harper Cottage vor den Mangnes? Wieso sollten sie dort herumspuken? Okay, wir werden mal weiter Sexton erforschen. Das machen wir. Was war das für ein Geräusch? Und wir hatten natürlich einen Albtraum, da waren im Hintergrund vier lustige Gestalten zu sehen. Oh, wir haben Post bekommen. Was ist das? Okay, die werden wir mal öffnen. The Sexton Times. Neues über die verschwundenen Katzen. Die Situation verschlimmert sich nach dem Verschwinden drei weiterer Katzen. Drei weitere geliebte Haustiere sind aus Sexton verschwunden und die Besitzer fürchten, sie könnten die jüngsten Opfer der sogenannten Katzenentführer sein. Vollständiger Bericht auf Seite 3. Okay, aber es gibt keine weiteren Seiten? Okay. Hallo? So. Und wir haben noch eine Notiz gefunden. Mit Blut an den Händen kommst du zu mir. Mit Schmerzen im Herzen erlöst du sie hier. Wer hat uns das geschrieben? Steht leider nicht dabei. Wir haben einen Liebesbrief bekommen. Juhu. Okay. Und wir heben natürlich obligatorisch den Telefonhörer ab. Ist immer nur ein Knacken zu hören. Nichts Neues. Oh, endlich mal eine Stimme.
Isle, where he stood perplexed and still. But only a host of phantom visitors that dwelt in the lone house there stood listening. Okay. Wir gehen weiter. Und zwar erforschen wir 6. Na komm. So. Ja, hier oben war die Telefonzelle. Da weiß ich gar nicht. Wir gehen mal hier oben weiter. Aber der Antiquitätenladen. Da gehen wir mal hin. Das letzte Mal waren wir hier, wo es dunkel war. Ach, das ist der Bahnhof. Da können wir jetzt da rein? Ja, da können wir rein. Also machen wir dies. Ach, der Stationsvorsteher ist auch da. Okay, man kann ein paar Bildchen anschauen. Bekommen aber keine weiteren Informationen. Okay, schauen wir uns erstmal die Bilder an. Sozusagen das 6. Museum. Okay. Schauen wir diese Bilder auch noch schnell an. Das kann man vergrößern. Kriegsevakuierte auf der Flucht vor den Luftangriffen der 40er Jahre. Okay. Das kann man nicht vergrößern. Und wir sprechen mal mit dem Stationsvorsteher. Hoffentlich gibt man keine Probleme. Stationsvorsteher. Mr. Danvers, mein Sexton ist gut mit Ihnen. Stationsvorsteher, lieben Sie ihn, Sexton? Das tue ich. Hat die junge Lady ihre Brieftasche bekommen? Persönlich übergeben. Oh, gut gemacht, Sir. Irgendwelche Neuigkeiten, Stationsvorsteher? Irgendwelche Neuigkeiten, Stationsvorsteher? Ich hörte, Harbor Cottage hat einen neuen Mieter. Mich. Ah, dachte ich's mir doch. Ist soweit alles okay? Nein, nicht gerade. Kein Strom und... Und was? Ich weiß nicht. Da ist etwas Seltsames in der Dunkelheit. Etwas... Oh, oh, oh. Sehen Sie nur, wir machen uns gegenseitig Angst. Immer noch keine Züge, Stationsvorsteher? Immer noch keine Züge, Stationsvorsteher? Heute fährt kein Zug. Die Springflut. Die Springflut überflutet die Fans, ich weiß. Nichts geht über die gute alte Beinarbeit. Also kann man sicher über die Bahnschienen gehen? Na, das habe ich nicht gesagt. Aber man sollte sicher sein. Am Tag. Oh, fahren nachts Züge? Nein, aber die Gleise sind in der Nacht anders. Ist das hier ein Bahnhof oder ein Museum? Ist das hier ein Bahnhof oder ein Museum? Ein Bahnhof natürlich. Aber wir sind stolz auf die Vergangenheit. Ich schätze, Ihr Vater hat auch bei der Bahn gearbeitet? Ja, und sein Vater davor auch. Also bedeuten Ihnen diese Fotos persönlich etwas? Wenn sie hängen bleiben. Was meinen Sie? Die verdammten Dinger haben die Angewohnheit, nachts runterzufallen. Ich denke mir, dass dieser Bahnhof einiges zu erzählen hat. Na komm, oh. Ich denke mir, dass dieser Bahnhof einiges zu erzählen hat. Oh, das hat er. Eine ganze Schatzkiste voller häufig erzählter Geschichten. Gibt es bestimmte Geschichten zu den Gleisen oder den Fotos? Tja, da war der große Unfall in den 20ern. Der alte Apfelzug war unterwegs nach London zu Zeiten meines Vaters. Was ist passiert? Er war damals Vorsteher dieses Bahnhofs. Der Apfelzug fuhr von Northfield Junction nach London und transportierte Früchte für Master Gurney, ein hohes Tier aus der Gegend. Ihm gehörte das ganze Land um Northfield und der Zug. Er war bis oben hin voller reifer Äpfel und seinen Sortierern. Sortierer? Um die Äpfel zu sortieren? Richtig. Arme Leute. Echte Hungerlöhner. Der Zug war schon beinahe...
30 Jahre im Dienst, als es passierte. Was ist passiert, Stationsvorsteher? Es war der letzte Zug des Abends und die Nacht war neblig. Mein armer Vater stand draußen bei Northfield Junction in der Kälte und wartete darauf, die Weichen umzustellen. Er konnte den Zug im Nebel hören. Also legte er, wie schon 100 Mal zuvor, den Hebel um, um den Zug umzulenken. Aber der Hebel klemmte fest. Mein Vater schwor, dass sich der Nebel selbst zusammenzog und sich um die Weiche legte. Seltsame Dinge waren am Werk. So viel ist sicher. Weiter, Stationsvorsteher. Tja, mein Vater dachte angestrengt nach, wie es wohl jeder an seiner Stelle getan hätte. Der Zug würde entgleisen, wenn er an die Weiche kommen würde. Also zündete er seine Lampe an, sodass sie feuerrot in der Dunkelheit erstrahlte. Der alte Tonko, der Lokführer, konnte eine rote Lampe aus einer Meile Entfernung sehen. Normalerweise. Aber dieser verdammte Nebel. Er schrie, mein armer alter Vater. Der Apfelzug bremste kein bisschen ab. Und dann geschah es. Die riesige Lok tauchte aus dem Nebel auf, jagte über die Schienen und kreischte laut auf. Mein Vater warf sich ins Schilf neben den Gleisen und sah voller Schrecken zu, wie die Waggons umstürzten und in den Fluss fielen. Er konnte die Schreie der Männer im Zug hören. Männer, die er sein ganzes Leben lang kannte, gefangen im Zug. Und die Ladung stürzte auf sie. Und sie sanken tiefer in das trübe Wasser. Oh mein Gott! Sie ertranken? Alle Mann! Mein Vater versuchte, sie zu befreien, aber die Körper waren... Waren was? Bitte erzählen Sie! Völlig verstümmelt, unter dem Gewicht der Äpfel zerquetscht. Der süße Geruch von Äpfeln und der süße, widerliche Geruch von Blut. Er sprach nur ein einziges Mal darüber, in der gleichen Nacht im The Bear. Ein paar Brandys halfen nach, das tun sie immer. Oh Mann, so eine Nacht vergisst man nie, mein armer alter Vater. Oh, hören Sie, ich werde ganz sentimental. Das ist Ihre Schuld, Sir. Muss wieder zurück an die Arbeit. Okay, war ja eine schöne Geschichte. Kann man mit dem Kleinen hier reden? Offenbar gibt es einen rivalisierenden Sexton-Knipser. Da steht auch noch ein großes Bild. Das sieht auch bald so aus, als wenn ein paar Gestalten, die hier auf dem Foto zu sehen sind, auch in unserem Traum erschienen sind. Kann man hier durch? Kann man durchgehen? Die Tür ist verschlossen. Okay, da haben wir ja alles angeschaut. Wir müssen ja noch die alte Frau finden, die wir am Strand getroffen hatten. Okay, hier kann man leider nicht lang gehen. Also zurück. Ist auch nicht weiter. Okay. Dann gehen wir halt mal in Richtung Telefonzelle. Der schläft wieder fast ein beim Gehen. Na komm. So, zur Telefonzelle geht's. Wir gehen mal nach links. Aber warten wir noch nicht. Oh, kann man auch. Da gehen wir mal was essen. Wir haben schließlich seit zwei Tagen nichts mehr gegessen in diesem Spiel. Und der Magen ist voll. So, wir gehen weiter. Ist das die alte Frau? Ach, und der Hund. Dann reden wir mit ihr. So. Hallo. Und hallo, George. Aha, so sieht man sich wieder, Mr. Danvers.
Kann ich irgendwo etwas über die Stadt erfahren? Kann ich irgendwo etwas über die Stadt erfahren? Oh, in der Tat. Das Museum sollte Ihre Neugierde befriedigen. Ein Museum? Wo ist es? Gleich dort. Das ist die Außenwand. Den Eingang finden Sie oben auf diesem Weg. Großartig. Da gehe ich gleich hin. Professor Ugel ist heute Morgen nicht da. Ugel? Ja, der Kurator und ein teurer Freund. Verstehe. Wann ist das Museum geöffnet? Oh, kommen Sie heute Nachmittag wieder. Wie ich sehe, kommt ein Jahrmarkt in die Stadt. Wie ich sehe, kommt ein Jahrmarkt in die Stadt. Ja, wie jedes Jahr zum 1. Mai. Mögen Sie Jahrmärkte? Nein, nicht wirklich. Sie sind mir zu laut, zu grell und voller Gauner. Oh, wie können Sie das sagen? Seien Sie nicht so streng. Vielleicht gefällt Ihnen Rubens Jahrmarkt ja. Können Sie mir Orte empfehlen, die ich besichtigen sollte? Können Sie mir Orte empfehlen, die ich besichtigen sollte? Jawohl, das kann ich. Na, welche denn? Ah, Antiquitätenladen, Buchläden, Kunstwerk, na, wir gehen mal alles durch. Antiquitätenläden, Buchläden, Kunsthandwerk? Es gibt ein Antiquariat, aber in der Regel meide ich diesen Ort. Wieso? Es ist unangenehm. Ich meide es. Ich rate Ihnen, dasselbe zu tun. Okay, wie steht's mit dem Kunsthandwerk? Sagen Sie Bob Hallo. Bob Tony. Er hat eine Werkstatt auf der Station Lane. Sie werden Bob mögen. Er ist nett und hilfsbereit. Er ist ein echter Saxtener. Was meinen Sie? Sein Schicksal hängt an dieser Stadt. Wie meines. Sind Sie schon lange hier? Wir sind schon ewig hier. So war's schon immer. Kann man im Lighthouse gut essen? Ich glaube, das haben wir gerade gemacht. Kann man im Lighthouse gut essen? Oh ja, nur hiesige Naturkost. Großartig. Ich dachte, das Essen außerhalb von London wäre fürchterlich. Nicht hier, Nigel, nicht in Sexton. Was ist mit Archäologie? Was ist mit Archäologie? Am besten gehen Sie ins Museum. Kommen Sie heute Nachmittag wieder. Ich würde gerne etwas über die Geister der Stadt erfahren. Ich würde gerne etwas über die Geister der Stadt erfahren. Ach ja? Das ist äußerst interessant. Wieso? Finden Sie das dumm? Überhaupt nicht. Passen Sie nur auf, wen Sie suchen. Was meinen Sie? Nicht alle von Saxtons Toten waren zu Lebzeiten freundliche Menschen. Also erwarten Sie keine freundlichen Seelen im Tod. Ich werde es mir merken. Kommen Sie später zum Tee. Ich habe etwas für Sie. Darf ich Sie noch etwas fragen? Darf ich Sie noch etwas fragen? Ich helfe gern, wenn ich kann. So, das haben wir ja schon besprochen. Jahrmarkt, das haben wir. Können Sie einen Blick hierauf werfen? Können Sie einen Blick hierauf werfen? Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann. Dann brauchen wir nicht. Okay. Darf ich Sie noch etwas fragen? Ich helfe gern, wenn ich kann. Okay. Ich überlasse Sie wieder der Gartenarbeit. Ich überlasse Sie wieder der Gartenarbeit. Bis bald, mein Lieber. Ja, ciao. So, und ich würde sagen, wir erforschen Sexton in der nächsten Folge weiter. Also bis dahin. Tschüss. Ciao.